Moin hier aus Hamburg, ich bin der Felix von Rollei und ich zeige euch heute ein paar neue Fotorucksäcke, nämlich die Fotoliner-Serie von Rollei. Wir haben hier einmal die M-Variante, den Slingbag als kleinster Rucksack, aber wir reden heute über den L. Und ich zeige euch mal, was man mit diesem Rucksack alles machen kann und was alles reinpasst. Das Wichtigste ist, was geht auf Reisen alles rein? Und ich verspreche euch eins, es geht einiges rein. Es ist ein Riesenrucksack. Und er hat nicht nur tolle Features, sondern auch super viel Platz. Das Erste, was uns auffällt, ich kann ihn komplett aufmachen. Das heißt, ich kann sehr, sehr schnell meine Optiken wechseln und muss das nicht irgendwie im Stehen machen, sondern ich kann ihn ohne Probleme auf den Boden oder auf den Tisch legen. Zusätzlich habe ich hier halt eben die Möglichkeit, den Rucksack auf mein Equipment selbst einzustellen. Das heißt, rundherum ist hier Klett. Und je nachdem, welches Objektiv ich dabei habe oder welche Ausrüstung ich aktuell habe, kann ich dort meinen Rucksack individuell einstellen. Ich habe jetzt hier momentan eine DSLR-Kamera mit drin, als zweites noch eine DSLM-Kamera. Das heißt, wir haben zwei Kameras hier parallel in unserem Rucksack, zwei Teleobjektive, ein Ultraweitwinkel, noch ein zweites Objektiv für unsere DSLM-Kamera, einen Blitz. Und wenn ich viel unterwegs bin, mache ich natürlich auch Filterfotografie und habe dort noch einen Halter 100x100mm von Rollei und hier noch ordentlich Platz für meine ND-Filter, GND-Filter. Also da passt alles sehr, sehr gut rein. Wenn man mit Filtern fotografiert und auf dem Stativ dann natürlich, dann braucht man noch einen Kabelauslöser. Der passt auch ohne Probleme mit rein. Ich habe unendlich viele kleine Netze und Taschen hier, wo ich noch zusätzliches Equipment mit reinbekomme, also wie ein Mikrofasertuch oder ein Blower oder ein Lenspen. Also da passt wirklich alles mit rein. Ich sichere und bearbeite meine Bilder gerne am Abend noch und deswegen haben wir hier noch eine große Notebooktasche und zusätzlich noch die Möglichkeit, meine Speicherkarten gut zu verstauen, dass sie nicht einfach so in der Hosentasche rumfliegen. Ja, das war's von innen hier. Und ich zeige euch mal von außen, was es noch für Features gibt. Und hier sieht man gleich, die Reißverschlüsse gehen sehr, sehr leicht. Und wir haben hier die Reißverschlüsse noch schön dicht gemacht gegen Regenwasser oder auch Sand. Das heißt, ich kann ihn auch gerne mal mit an den Strand nehmen. Wenn wir den Rucksack aufstellen, habe ich hier rechts die Möglichkeit, direkt an meine Kamera ranzukommen. Über den Schnellzugriff einmal auf und ich komme sofort an meine Kamera. Und dementsprechend auch noch an Zubehör, wenn ich möchte. Wenn wir uns das Ganze von unten anschauen, haben wir auch wieder hier Gummifüße und eine gummierte Unterseite. Zusätzlich habe ich hier noch die Möglichkeit, ein Regencape über den kompletten Rucksack zu stülpen. Wenn wir ihn jetzt hier aufstellen, sieht man einmal, dass wir, gerade wenn man viel und lange mit dem Rucksack unterwegs ist, noch einen Beckengurt mit dabei hat. Den kann ich auch hier individuell verstellen. Und hier habe ich auch noch ordentliche Taschen dran. Wer kein Fan von dem Beckengurt ist und vielleicht nur mal eine Städtereise machen möchte, der kann hier den Beckengurt schon mit abnehmen. Und das ist schon was, was diesen Rucksack schon sehr, sehr speziell macht, weil auf Wanderungen und Reisen macht der Beckengurt auf jeden Fall Sinn. Wenn ich aber mal so in die Stadt gehen möchte zum Fotografieren, brauche ich ihn nicht unbedingt und deswegen kann ich ihn abnehmen. Hier vorne habe ich noch ein extra Fach, wo einiges reinpasst. Nicht nur ein Reiseführer oder eine Powerbank, sondern auch hier nochmal ein Lenspen, Kugelschreiber und was man halt eben auf Reisen noch so mit hat. Bei so einem großen Rucksack und mit so vielen Filtern an Bord brauche ich natürlich auch ein Stativ. Der Fotoliner L hat eine gute Lösung dafür gefunden, nämlich hier unten einfach das Stativfach mit rauszunehmen. Und jetzt nehme ich mal ein kleines Reisestativ und mache das hier einmal fest. Der L hat im Vergleich zu dem M hier noch einen Extra-Strip für besonders große Stative. Bei einem Stativ wie dem Lion Rock, was ich jetzt hier gerade an dem Rucksack habe, macht es auf jeden Fall Sinn, diesen Zusatzgurt hier dran zu machen. Es bietet einfach mehr Stabilität, wenn ihr den Rucksack lange tragt. Als letztes Feature hat der Fotoliner L hier noch eine speziell konzipierte Tasche, die sich an der Außenseite befindet. Hier hat man ohne Probleme die Möglichkeit, Wasser oder auch Lebensmittel mitzuführen. Und sie sind halt eben nicht im Rucksack, sondern außen mit dran. Das heißt, wenn die Flasche ein bisschen ausläuft oder ein bisschen feucht ist, geht es nicht in den Rucksack rein, an dein Equipment, sondern halt eben, es bleibt draußen. Das ist mein Fotoliner L, so wie ich ihn für mich gepackt habe. Zwei Kameras, diverse Objektive, Filterhalter und mein Lion Rock Stativ. Aber am Ende frage ich euch,
was darf in eurem Fotorucksack nicht fehlen und was habt ihr für Ansprüche an so einem Fotorucksack? Schreibt uns doch einfach einen Kommentar oder kontaktiert uns über Facebook oder Instagram. Ich würde mich auf jeden Fall über ein Like und ein Abo freuen und sehe euch beim nächsten Mal.